Willkommen, schön, dass ihr dabei seid beim Hotstock Report heute am Mittwoch. Wir blicken gleich mal zum Kollegen Florian Söllner. Hallo Flo. Wir starten heute mit dem Bitcoin in die Sendung. Wir haben ja in der Montagssendung schon darüber gesprochen, dass Putin oder dass Russland vielleicht mit Kryptowährungen den Ausschluss aus SWIFT umgehen könnte oder eben verstärkt auch in Zukunft auf Kryptowährungen setzt. Aber auch die Ukraine könnte da ein bisschen in Zukunft mehr auf Kryptowährungen setzen, oder? Genau, einerseits gibt es die Befürchtung und auch Tweets zum Beispiel von Elizabeth Warren, Senatorin aus den USA, die genau das befürchtet, dass sozusagen Putin mit dem Bitcoin SWIFT umgehen könnte. Aber wir hatten es ja schon in der Sendung zuvor dargelegt, nach Rücksprache mit zwei Professoren und Experten, das ist aktuell einfach nicht denkbar und möglich. Also viel wichtiger ist derzeit einfach die Hilfe. Wir haben da auch zwei schöne Grafiken für Ukrainer, ihr Vermögen zu retten, beziehungsweise auch um für Externe aus dem Ausland hier unkompliziert Spenden. Hier haben wir jetzt mal das Spendenvolumen in die Ukraine direkt zur Regierung oder eben zu kämpfenden Einheiten. Und dann haben wir auch nochmal eine Grafik, eine zweite Grafik, die eben dann auch zeigt, Zuflüsse auf Binance, der großen Krypto-Plattform aus der Ukraine. Es hat sich eben fast verzehnfacht, klar, weil das dann irgendwo doch der sichere Hafen in einzelnen Fällen ist. Krypto gab es derzeit auch ein interessantes Interview von Citadel, von Griffin, einem Milliardär, der immer gewarnt hatte, 2017 unter anderem, und jetzt gesagt hat, er lag falsch. Krypto ist jetzt eine Assetklasse mit 2 Billionen und ist eben auch für seine Investmentfirma interessant geworden. Insofern bleibt es weiterhin ein spannender Teilbereich. Und mit großen Möglichkeiten in der Zukunft auch, gerade auch was das angeht, als Alternative zu Systemen. Und hat tatsächlich charttechnisch sich ein bisschen wieder erholt. Noch unter der Signallinie, wir hatten oben das Doppel- und Dreifach-Top gesehen, aber kurzfristig tatsächlich mit Lebenszeichen im Chart. Ja. Von einem sicheren Hafen zu einem anderen vermeintlich sicheren Hafen zum Gold. Wie wichtig oder wie dominant ist denn Gold momentan in Russland? Gold ist natürlich viel dominanter. Vielleicht eins noch mal ganz kurz zum Bitcoin fast vergessen. Es gibt ja Gerüchte und tatsächlich kursieren auch solche Dokumente, die zeigen, was hier auf Europaebene vorgeschlagen wurde und debattiert wurde, sprich Verbot von Bitcoin, zumindest den Handel anzubieten, gerade bei Kryptowährungen, die sehr energieintensiv sind. Das wollen gerade linke und grüne Regierungen verhindern, um den Ressourcen die Ressourcenverschwendung einzudämmen, also sprich Bitcoin-Services zu verbieten, war im Gespräch, wurde aber offenbar eben abgewendet und ist auch nicht mehrheitsfähig. Aber das ist der Punkt, den wir immer wieder erwähnt hatten. Regulierung, es ist vielen ein Dorn im Auge aus verschiedenen Gründen. Das muss man im Hintergrund behalten, ist hochspekulativ. Daher haben wir zuletzt auch im Depot 2030 mittlerweile schon die zweite Aktie im Goldbereich, weil Gold der klassische sichere Hafen tatsächlich derzeit noch gefragter ist und war. Dann schauen wir uns mal Barrick Gold im Detail an. Da hast du uns auch den Chart mitgebracht. Auf den wollen wir blicken. Wie sieht es da momentan aus? Genau, ist eine Depot 2030 Aktie und sind wir sehr zufrieden in einem Umfeld. Wir sehen es gleich nochmal, wo es in beide Richtungen hochvolatil ist und auch mal nach unten gehen kann. Barrick Gold eben nicht. Hier lassen wir die Gewinne laufen und bei der zweiten Goldaktie, die noch ein bisschen spekulativer ist, natürlich auch. Es gibt ja schon Gerüchte bei Twitter, dass sich Russland jetzt komplett vom Dollar lösen muss aufgrund der Sanktionen, um vielleicht eines Tages sein Gas und Öl in die USA, die ja immer noch auch kaufen, Europa ja auch, per Gold verkaufen könnte. Also das mal so als kleines Gerücht. Man sieht, wie bedeutend Russland doch als Goldproduzent ist. Also nicht die Frage, ob man auch künftig hier die Kapazitäten hochhält in so einer Krise, was wiederum positiv für den Goldpreis wäre. Hier ist Beimischung weiterhin sinnvoll, finde ich, in diesen schwierigen Zeiten. Wir haben am Montag schon über Hensoldt und Rheinmetall gesprochen. Wir vergleichen jetzt gleich die beiden Werte nochmal miteinander auf Sicht eines Jahres, was die Performance angeht. Bei Hensoldt, da hat sich ja auch die City zu Wort gemeldet, Analysten der City, die sagen, das ist der größte Profiteur dieses Sonderfonds unserer Regierung. Genau, Hensoldt ist ja seit Freitag eine Neuempfehlung bei uns im Hotstock Report und hat sich natürlich überraschend stark entwickelt und schnell. Ist aber natürlich mit Vorsicht zu genießen, so eine Empfehlung, weil es nicht für jedermann ist, in Rüstung zu investieren. Hensoldt hat aber tatsächlich sinnvolle Produkte, um auch in der Verteidigung zu helfen. Wir hatten das Thema Friendly Fire erwähnt.
Jetzt gibt es Medienberichte von der Welt, die erfahren haben wollen, dass Hensoldt, das Passivradar von Hensoldt eben Tarnkappenflugzeuge erkennt, hier das endlich entdeckt und das Geheimnis gelöst hat, die eben zu erkennen. Und da wiederum hätte die US-Regierung Interesse, laut Medienberichten. Also da könnte auch nochmal ein weiterer Großauftrag kommen. Die Aufträge waren zuletzt schon sehr stark gestiegen um 50%, wie erwähnt. KGV 20, aber heiß gelaufen. Ich hatte jetzt auch unseren Lesern geschrieben, gerade bei Rüstung hoffen wir alle und auch ich, dass sich die Gemüter beruhigen, nachdem ja plötzlich verbal massiv, aber auch tatsächlich aufgerüstet wird in Europa und sogar ESG-Kriterien wird schon überlegt, auf Europaebene anzuwenden, auf Rüstungsaktien. Also da hat sich so komplett die Einstellung dazu geändert und ich hoffe dann doch, dass sich die Gemüter ein bisschen beruhigen, dass sich der Konflikt entspannt und danach diese Aktien nochmal zurückkommen. Wir schauen auf Parot, da ein französischer Wert, im Drohnenbereich aktiv. Und da gab es ein Kaufsignal jüngst. Was war da los? Genau, Parot verfolgen wir seit Jahren. Im Hotstock Report ist so ein französischer Geheimtipp. Drohnenhersteller, du weißt ja, ich habe ein Faible für Drohnen. Parot ist aber von dem chinesischen Marktführer DJI eben in die Ecke gedrängt worden, gerade bei Spielzeug- und Privatdrohnen. Ich habe es ja oft schon gezeigt, auch von Parot-Konkurrenten die Drohne zu Hause. Aber wir haben daran festgehalten, nach der Empfehlungsliste, wenngleich das Papier zuletzt schwach performt hat, man sieht es am Chart. Aber daran festgehalten, weil man immer noch eine gute Bilanzstruktur hat, trotz schwacher Margen und eben auch eine Plattformtechnologie hat, die man in verschiedenen Industrien anwenden kann. Und wir sehen jetzt mal im Video parallel schon erstens mal den Chart, das Chart-Kaufsignal und Parot hat schon Militäraufträge für seine kleinen, leichten Drohnen, die teilweise schon erkennen, eben mit Wärmebildkamera, mit Kooperation mit FLIR, die eben vom französischen oder US-Militär eben eingesetzt werden bei Übungen oder eben dann auch im Gefecht. Und daher ist die Aktie jetzt wieder interessant geworden. Auch hier ist natürlich die Frage, wer will jetzt investieren, weil es hier Aufrüstung gibt. Aber das ist der Grund, wieso dieser Hotstock gerade wieder anspringt. Und wir werden es in der Freitag-Ausgabe im Hotstock Report nochmal näher beleuchten, das Thema auch fundamental natürlich. Ein anderes Thema war, dass die Aktien von alternativen Energieproduzenten ordentlich angestiegen sind zu Wochenbeginn. Wir vergleichen jetzt gleich mal Solar Edge und SMA Solar. Und bei letzterem, bei SMA, da ging es jetzt aber wieder kräftig zurück, nachdem es ja schlechte Neuigkeiten wieder mal in Sachen Chipmangel gab. Oder, ja. Ja, SMA Solar, wir haben ja beide im Depot, Solar Edge und SMA Solar. Wir haben uns gestern ja gefreut, haben wir uns nicht wirklich, weil die Situation bei anderen Werten und natürlich in der gesamtpolitischen Lage weiterhin kritisch ist. Aber wir haben beobachtet, wir haben Plug Power, SMA und Solar Edge im Depot. Da waren auch gestern alle Aktien zwischen 20 und 30% in wenigen Tagen gestiegen. Aber SMA Solar hat sich entschieden, nochmal den Rückwärtsgang einzulegen, hat die Gewinne mindestens wieder abgegeben der letzten 3 Tage, während Solar Edge weiterläuft. Grund ist der, dass SMA Solar mal wieder oder immer noch Probleme hat mit US-Wartungsverträgen. Hatte man gedacht, ist schon abgehakt, hat man nochmal nachbessern müssen, nochmal neue Kosten fürs letzte Jahr und aufs neue Jahr geblickt, was wiederum jetzt nicht so die große Überraschung ist. Wir haben das erwartet. Es gibt eben weiterhin Chip-Probleme. Q1 wird nochmal knifflig, auch für Solar Edge. Und insbesondere SMA Solar, das war ja zu erwarten. Jetzt kam es noch schneller, als ich gedacht hatte, dass wir hier jetzt nochmal einen Ausblick sehen, der vorsichtig ist. SMA Solar sagt, bleibt erstmal angespannt die Lieferung von Bauteilen. Aber man hat weiterhin eine sehr gute Nachfrage. Und wie uns Branchenexperten sagen, sind die Produkte auch wirklich gut von SMA Solar. Und SMA Solar ist günstig bewertet. Und der SMA-Vorstand, den ich versuche auch nochmal direkt zu sprechen, und da habe ich ein paar kritische Fragen auch, die Tage, der hat eben auch gestern geschrieben, dass man wirklich hervorragende Wachstumsaussichten hat. Ganz klar, das gilt für Solar Edge und auch für SMA Solar. Scholz hat jetzt gesagt in der Rede, er sieht, Zitat, ganz, ganz große Chancen für erneuerbare Energien. Habeck ist gerade in den USA, spricht mit John Kerry und Co. und hat halt für nationales Sicherheitsinteresse, eben unabhängig von Gas zu werden, in Solar zu investieren. Das sind tatsächlich fantastische Aussichten. Daher halten wir zähneknirschend dran fest, auch an SMA. Wir freuen uns über Solar Edge und Plug Power, sehen wir gleich nochmal. Und SMA Solar
wir natürlich auch wieder drehen, hat nochmal einen Rückwärtsgang eingelegt. Aber ich denke, wenn wir blicken aufs Jahr 2025 bis 2030, wird die Aktie deutlich höher stehen, das ist meine Überzeugung. Also die Hoffnung, dass alle negativen Neuigkeiten jetzt langsam mal eingepreist sind und dass dann es Genau, auch das wieder sagt es. aufwärts gehen könnte. Plug Power, gerade hast du es schon erwähnt, da gab es Zahlen jüngst. Gestern am Dienstag wurden die vorgelegt. Konnte man die Erwartungen erfüllen? Genau, man konnte die Erwartungen beim Umsatz fürs Q4 übererfüllen. Die Marge sei aber auch hier weiter angespannt. Also da lag man wiederum unter den Erwartungen. Auch hier gleiches Thema, Bauteile fehlen für Brennstoffzellen etc. Aber hier sehen wir auch tatsächlich eine Belebung, einen kleinen doppelten Boden und sogar dreifachen Boden, wenn man das Mai-Niveau noch dazu nimmt. Also wir haben hier eine relativ überschaubare Position. Wir sind ja seit 2019 hier investiert. Und haben nach der Riesen-Rallye der letzten Jahre dann auch eine Riesen-Korrektur gesehen. Aber jetzt könnte auch hier der Wind drehen, wenngleich die Bewertung deutlich, deutlich teurer ist als bei SMR oder auch SolarEdge, weil die auch schon eher hoch bewertet ist. Und man hat natürlich enorm schöne Projekte. Hauptgeschäft bleiben Brennstoffzellen für Gabelstapler, aber eben auch Projekt für Vans, die wir hier sehen, mit Renault gemeinsam. Hier will man dieses Jahr 200 verkaufen. Da hat man schon im Bereich von Zehntausenden verkauft von ja Gabelstapler-Brennstoffzellen. Da ist dieser Bereich noch recht klein und umstritten, ob es sich lohnt, ob es energieeffizient ist. Und wahrscheinlich gibt es sinnvolle Lösungen wie Batterie beim Straßenverkehr. Aber derzeit wird sehr vieles gefördert, auch aus politischem Interesse, was vielleicht gar nicht so viel Sinn macht, wie Flüssiggas-Terminals, die auch in Deutschland aufgebaut werden, was Umweltschützer auch nicht für sehr sinnvoll und energieeffizient halten. Was aber gemacht wird und auch wer Bio weiter beflügelt zum Beispiel. Na dann schauen wir doch gleich auf Verbio, wird uns auch eingeblendet, der Chart, und da läuft es ja weiterhin gut. Könnte es so bleiben? Genau, ich denke, in diesem Umfeld sollte man hier die Gewinne laufen lassen. Wir hatten die Aktie seit Jahren im Blick im Hotstock Report und immer wieder auch Kontakt zum CEO und lassen bei der Empfehlung natürlich weiterhin das Rating kaufen und die Gewinne laufen. Das ist der Rat. Wir haben sie nicht direkt im Depot auf der Empfehlungsliste. Spätestens nach dem Sprung über 60 hatten wir geraten, ist es ein Einstieg wert mit Stopp knapp unter 57 weiterhin kaufenswert. Schauen wir auf Baidu an der Stelle, denn auch da wurden jüngst Zahlen vorgelegt. Wie lief es hier? Auch Baidu hat natürlich politisches Risiko und Länderrisiko wie China. Wir haben aber immer gesagt, wenn China, dann Baidu, weil wir die KI interessant finden, das Roboterauto, auch die Bewertung. Und Baidu hat überzeugt bei den Zahlen, gestern überraschend gute Zahlen vorgelegt, ist in der Depot 2030 Aktie, ich glaube, zwischen 7 und 8% gestiegen. Und man hat darauf hingewiesen, schon über 200.000 Fahrten, 213.000 mit dem Robotaxi angeboten zu haben. Man sieht es hier mal nebenbei. Also es funktioniert schon, es wird schon ausgerollt. Später mal auf 1.000 Stationen, jetzt sind ein paar Dutzende im Markt. Und man bezeichnet sich da wohl auch zu Recht als Marktführer weltweit. Während andere darüber sprechen, ist es in China regulatorisch schon möglich. Man ist nur 9% gewachsen in Q4, was auch am Werbeumsätzen lag. Aber die wichtigen Technologiebereiche, die entscheidenden Zukunftsbereiche, konnten 70% Wachstum zeigen. Insofern eine interessante, wenn auch riskante Aktie. Dann sprechen wir nochmal über Volkswagen. Haben wir auch am Montag schon getan, haben da auch schon angesprochen, dass man ein bisschen ja auch mit Lieferkettenproblemen zu kämpfen hat, was den Krieg angeht, dass da einiges eben nicht produziert und geliefert werden kann. Und das betrifft nicht nur Volkswagen, sondern auch Skoda. Ja, Volkswagen hat es auch nicht leicht in diesen Tagen. Volkswagen macht aus meiner Sicht wirklich einen guten Job. Also da wahrscheinlich das ganze Team, die ganzen Mitarbeiter versuchen hier Schritt zu halten, komplett Umzubau und jetzt auch noch das Porsche IPO schön auf den Weg gebracht. Aber jetzt fürchten einige Analysten, okay, IPO könnte vielleicht doch statt Ende 2022 erst 2023 kommen, wegen des Marktcrashes des Allgemeinen. Und wir haben jetzt neben den Chip-Problemen auch Kabelprobleme offenbar, die teils in der Ukraine von Lieferanten produziert werden. Der Skoda Enyaq, der in Tschechien produziert wird, wird wohl auch teilweise nicht, werden einige Autos gerade nicht gebaut, beziehungsweise warten hier auf Teile. Also es gibt hier Rückschläge, natürlich sind das alles Sachen, die lösbar sind. Nur eine Frage der Zeit, aber kurzfristig natürlich die Luft raus. Wir haben hier ein entscheidendes Verkaufssignal, muss man mal ganz klar sagen, in diesen Tagen.
Und wenn man schon Pech hat, dann kommt noch weiteres dazu, wie es eben so oft ist bei Volkswagen. Du erinnerst dich an das Schiff, wo Autos gebrannt hatten. Jetzt beim Abschleppen kam gerade über den Bloomberg-Ticker beim Wegschleppen des Schiffes mit 4000 VW-Autos drauf, wo noch einige intakt waren, nehme ich an. Ist es jetzt auch noch gesunken, das Schiff? Ich denke, das ist aber auch nicht kriegsentscheidend in dem Sinne, weil auszugehen ist, dass es versichert ist und deutlich unter 1% der Jahresproduktion. Insofern ist es aber auch nochmal keine schöne Presse für VW und natürlich bleibt es eine Aktie, die sehr industrielastig ist und abhängig ist, dass Logistikketten funktionieren, was eben derzeit aufgrund der Krise, die wir haben, der tragischen, des Ukraine-Konflikts, eben schwierig bleibt. Also wir haben sie im Depot 30, aber würde ich mit Neukäufen jetzt einfach mal zurückstellen, auch wenn gleich es langfristig nach oben gehen muss. Auch hier Analysten, UBS, neues Research habe ich gestern mir angesehen, erwarten bis 2025 50% Gewinnwachstum. Wir haben ja jetzt schon im KGV von 6, Porsche IPO. Also mittelfristig, langfristig, tolle Aktie, kurzfristig haben wir hier ganz klar diese Probleme gerade im Chart. Schauen wir noch auf Gazprom. Auch das war ja schon Thema am Montag. Was sind die Neuigkeiten rund um Gazprom? Jetzt wird immer schwerer handelbar oder Handel ausgesetzt, quasi überall. Und weiterhin mein Rat, Finger weg von diesem Papier kann man einfach derzeit nicht empfehlen. Gerade nicht so ein Hobbyanleger oder Privatanleger, der die aus dem Wohnzimmer kauft. Das wird vielleicht mal wieder interessant eines Tages. Ich habe hier heute mal das Buch von Jim Rogers im Hintergrund, Investment Biker, der damals, glaube ich, in den 80er Jahren mit dem Motorrad durch Emerging Markets gefahren ist, sich direkt in den Ländern immer Kontos eröffnet hat und kleine Teile von Aktien von Regionalen da eingesammelt hat. Also vielleicht eines Tages, wenn sich die Lage beruhigt, vielleicht eine andere Politik gemacht wird in den Ländern, dann kann das wohl ein Schnäppchen sein und werden. Aber würde ich aktuell weiter Finger weghalten als Anleger, der nicht per Bike wie damals oder künftig per Drohne hier direkt vor Ort ist, was gerade eh nicht zu empfehlen wäre. Das stimmt. Zu guter Letzt sprechen wir noch über Corona. Haben wir die ganze Sendung nicht getan, aber jetzt kommt es ins Spiel. Novavax, die Impfungen gegen Corona sind gestartet mit dem Impfstoff in Deutschland. Was heißt das jetzt für den Wert? Soll man investieren oder nicht? Genau, wir hatten ja den Milliardär bei Bitcoin, der falsch lag. Wir hatten Jim Rogers, der übrigens ein großer Investor ist und war, der aber bei Gold vor einigen Monaten als langer Goldbulle gesagt hat, jetzt kauft er nicht mehr zu, lag er falsch. Wir lagen bei Novavax falsch mit der Einschätzung. Meine Einschätzung war ursprünglich, da kommt eine Info-Alternative, da gibt es dann einen Run drauf. Wir hatten dann aber auch eine Sendung ja dargelegt, ist nicht mehr jetzt auf der Empfehlungsliste Novavax bei uns. Wir haben die Meinung geändert, weil, wie wir auch hörten, der Run eben nicht so zu erwarten ist. Wer skeptisch ist bei BioNTech, wird auch skeptisch bei diesem Impfstoff sein. Und tatsächlich gibt es jetzt neue Zahlen. Der Hausärzteverband meldet aus Deutschland, dass nur vereinzelt Anfragen jetzt kommen zur Impfung mit Novavax-Impfstoff. Und ein Leser aus meiner alten Wahlheimat Wien schickt mir auch hier mal einen Artikel, der zeigt, in Österreich wurden ja 3 Millionen Dosen gekauft, aber tatsächlich und dann reserviert 8.000 und jetzt Termin gemacht, nur rund über 1.000 und jetzt die ersten Tage wohl in Wien nur 8 geimpft. Also da ist kein Run festzustellen. Aktie riecht ein bisschen noch Rebound, aber die große Story ist ja ein bisschen eingeschlafen. Insofern, zumal auch an der Börse der Impfhype natürlich gerade ein bisschen weg ist, der Blick geht auf andere Sachen, auf die Krise. Florian, das war's dann für heute. Vielen Dank für deine Einschätzungen und ja, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, Marco. Peace. Ja, und ich hoffe, dass wir uns dann auch beim nächsten Mal gerne wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen.